Total recht herzlich willkommen. Ich heute als halber Stormtrooper in Kutte und ich begrüße euch total recht herzlich zur angefangenen Sendung, einem Abschluss von, ja, hier gibt es ja doch den Superknopf. Vielleicht klappt es ja doch, dass man richtig gut rüberkommt. Als Stormtrooper für die Sendung Star Wars Fun Base Fun to Fun. Ich begrüße euch total recht herzlich zur angefangenen Sendung, die wir jetzt hier produzieren werden. Und zwar im Mai. Es ist Besuch da gewesen, der hier mal zur Seite und ein bisschen hier eingeblendet wird. Wir sind gleich im Studio. Wir sind ja jetzt hier. Beziehungsweise ich bin ja jetzt hier im Ausstellungsraum für Star Wars, der hier entsteht. Nennt sich Star Wars Fan to Fan. Das ist eine Basis, also Fan to Fan Base. Eine Art Basis für Star Wars Fans zum Diskutieren, eine Art Stammtisch. Wie gesagt, heute war der erste Besuch da aus einem Film, wollte ich schon gesagt haben, Obi-Wan Kenobi, also ein Darsteller von Obi-Wan Kenobi, und stellt auch sein Lichtschwert vor. Das ist ein sehr gehobenes Lichtschwert, nicht die einfachen, die jetzt bei Hasbro, aber Hasbro bringt ja neue raus. Also wartet ab Mai, Juni, da kommen nämlich neue Sachen auf den Markt von der Firma Hasbro, auch Lichtsaber um die 170, 180 Euro rum, für diejenigen, die schon mal nachfragen. Also wir hier in der Base wollen ja zeigen, wir stellen ja aus, habt ihr ja alles gesehen, der Umbau ist ja weiter im Gange. Und wenn dann so Aufträge dazwischen kommen, wenn ein Besuch dazwischen kommt, werden die euch das dann auch so sagen. Ja, Improvisation heißt gerade frisch aus dem Studio. Und wie gesagt, als Gäste, und ich lade euch jetzt total recht herzlich ein, mich zu begleiten ins Studio, wo es dann zur Sache geht als Stormtrooper, beziehungsweise wir stellen vor, Obi-Wan Kenobi. Wir stellen vor. Obi-Wan Kenobi. Also, komm mit ins Studio und wir schauen, was Obi-Wan Kenobi zu sagen hat. Hallo und recht herzlich willkommen zur Sendung Star Wars. 40 Jahre Star Wars. Und Obi-Wan Kenobi ist heute eingetroffen aus der Gruppe Star Troopers. Star Troopers, Dortmund, ne? Nein, die sind Germany. Star Troopers Germany, das ist so eine große Truppe, erklär mal. Da sind also Kostümfreunde, also die sich gefunden haben, mit mehreren Leuten. Mittlerweile sind so fast 150 Mitglieder dabei und einfach Kostüm. Also keine 501 oder so? Nein. Ja. Also das ist eine große Norm, muss schon ziemlich detailgetreu sein, klar, sollte man machen. Aber nicht jetzt wie Karneval, das soll nicht so sein. Ja, klar, also im Moment sieht es aus wie Karneval. Was ich jetzt hier mache, das ist eine Improvisationssendung, das ist nicht die Hauptsendung, die soll ja am 25.05. starten. Also ihr seid total recht herzlich willkommen. Jeder in Kostüm, auch ohne Kostüm wie ich jetzt. Ihr dürft mit einfachen, wir duellieren uns jetzt mal eben so ungefähr, ne? Also mit so einem Super, dafür reden wir gleich, und dann die hier von Hasbro. Von Hasbro, für die Jugendlichen, spielen die ja jeden Tag mit rum. Den Sound hört ihr, ne, ihr merkt auch. Aber das ist natürlich das Beste. Genau. Also, was Clash ist, wenn ich ausschalte, ist gleich aus. Ich kann jetzt einmal drücken. Jetzt ist in der Position, dass wenn ich hier einhängen würde am Gürtel, wenn ich rumlaufen würde, dann mache ich den nächsten Sound. Dann ist es als, so, als wenn es an wäre. Und die nächste Funktion. Das Schwert ist wieder eingefahren und jetzt starte ich neu. Das Ding spricht. Bei der Vorführung ganz normal. Obi-Wan Kenobi. Er ist und bleibt Obi-Wan Kenobi. Er sieht auch wie Obi-Wan Kenobi aus. Und dieses Schwingschwert selber hat auch den gleichen Sound, den man während des Kämpfens umändern kann. Das ist nämlich ein Stunt. Ja. Das ist ein Stunt selber, mit dem man also, wie gesagt, richtig mitarbeiten kann.
auch für Film, so wie wir es jetzt hier machen, einmal kurz vorführen. Ich gehe da mal aus dem Range. Das gute Stück ist zu erwerben wo? Agentum Sauber Bielefeld. Mhm. Kommt Preisklasse um die 500 Euro. Mhm. Das kann man ja vorne abziehen. Mhm. Dann sieht man die LED-Block. Sehr hell. Mhm. Und man kann ihn an einem Gürtel hängen. Mhm. Also, und wiegt gar nicht. Das sieht auch ruhig selber aus. Das ist richtig. Das ist also leicht, relativ. Also, ja, ein paar hundert Gramm. Ein paar hundert Gramm wiegt es schon. Genau. Am Anfang ein bisschen unhandlich, weil die ganzen Kanten ein bisschen noch rau. Mhm. Mittlerweile durch die Hand, das ist als Schmiegelpapier, funktioniert prima. Und jetzt würde ich sagen, ist das sehr handlich geworden. Zack rein, und dann fixierst du es hier mit dem Bitter. Also für alle Interessierten ist nochmal Bochum? Nein, Bielefeld. In Bielefeld werden die hergestellt? Ja. Beim Kai, ich weiß jetzt nicht, Hausname, aber Agentum Sava ist da. Da müsste ich an sich direkt die Frage stellen, weil wir einige Cosplayer haben, leider in Augsburg, Regensburg und in München, die auch diesbezüglich selber benötigen. Einfach, wenn ihr dieses Video jetzt hier seht und wirklich Interesse habt an Cosplay, wenn ihr jetzt wirklich Interesse habt an den Monturen, wenn ihr jetzt wirklich Interesse habt an Original selber, wir werden euch sagen, wo ihr die machen lassen könnt. Die werden extra für euch hergestellt, auch mit Sprachmodul, hohe Lichtleistung. Ihr könnt nachher in der Sendung hin und wieder so eingeblendete Sachen sehen, die wir dann vorhin hier in dem Studio gemacht haben. Und ja, ist einfach sehenswert, aber nur für die Cosplayer und nur für die, die wirklich Interesse haben. Deswegen machen wir ja auch die Sendung. Die Sendung ist ja wirklich nur für die, die wirklich Interesse haben, die auch wirklich Lust haben, selber mitzumachen. Ihr seid, wie gesagt, total recht herzlich willkommen. Ihr könnt jeden Tag hier rein und raus. Ist überhaupt kein Thema. Wir haben alles da, was man dafür machen kann. Auch ihr habt Interesse oder ihr möchtet. Obi-Wan hat mich auch gerade inspiriert, hat gesagt, er möchte auch da, wo er mit seinem Hund Gassi geht, sozusagen, auch mal einen Film drehen. Alles machbar, alles möglich, müssen wir vorher nur gucken, wenn wir Zeit haben, und dann würde man da auch Filme machen können. Also das ist kein Thema, können wir alles machen. Ja, sehr gut. Ja, das bin ich ja mal. Also sie hat eingeladen, da ist ein Spontan-Video heute mal wieder, hat nichts mit der Sendung zu tun, aber gehört zur Sendung The Star Wars Story, und wir sind halt Star Wars Fans der ersten, ja genau. 1983 hat ja Mark Hamill was von sich gegeben. Ist es jetzt oder ist es nicht? Also er hat vielleicht ein Kind. Darf es, würde ich sagen. Ja, aber heute kann man es sagen. Ich sage, er 83 hat er ein Kind, oder hat er kein Kind? Oder hat er sich an die andere Sache, an den Universe? Weil den Universe hatte er ja Kinder. Und das hat er ja dann Disney wieder gecuttet. Disney hat das ja dann wieder weggenommen. Jetzt heißt es Legacy und vielleicht kommt da was. In Rebels kommen plötzlich Sachen, die dann nachher auch im Realfilm zu sehen sind. Also die Schmiede, die Star Wars Schmiede, also die Casey, also die Kennedy, die macht wirklich, also die hat ein Händchen, muss ich sagen. Wenn ich mir so die Schauspieler anschaue, die sie da ordert, auch die Newcomer, die sie da ordert, das macht viel Spaß. Wenn wir jetzt hier in Orlando gewesen wären, hätten jetzt hier genau sowas gemacht, wie die das in Orlando, hätte dann plötzlich da hinten einer gekommen. Also plötzlich wäre da hinten irgendwie ein Darsteller, Bogeda zum Beispiel, der hat unheimlich viel Spaß, den Leuten da, also uns zu ärgern. Ne? Also die Schauspieler sind verdammt gut drauf, auch die Daisy, auch Kylo Ren, ach alle Darsteller sind gut drauf, wirklich, die machen so viel Spaß, und es macht wirklich viel Spaß, hinter den Kulissen zu schauen, in den Kulissen zu schauen, um mit denen mitzuarbeiten und höflich zu fragen, darf man dabei sein? Natürlich rennt man nicht dann vor denen ihren Kameras, das ist mal klar. So, aber wie gesagt, 83 hat Hamill gesagt, dass sie, so, aber Rey ist es nicht. Rey ist auch nicht Kenobis Tochter, auf keinen Nein. Fall. Das klappt irgendwie mit dem Alter nicht. Okay, die können irgendwie alle alt sein. Yoda war auch um die 900 Jahre. Okay. Na, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir einen Spin-Off mit Yoda bekommen. Oder ein Spin-Off mit Darth Vader. Oder mein Spin-Off. Ja, Kenobi kommt ja. Kenobi kommt ja, so soll er angeblich so 2020, ja. Die sind jetzt am Drehen, Episode 9, Glück auf. Wir wünschen in den Penthouse Studios da, dass die ja gut zurande kommen. Die anderen sind ja gewechselt nach, wo war Dolomiten? Irgendwo in Italien drehen sie den Rest von Han Solo. Und lass uns mal überraschen. So, also, es freut uns, dass ihr mitmacht. Es freut uns, dass ihr reinschaut. Es freut uns, dass ihr vorbeikommt. Wie gesagt, lasst uns philosophieren über Star Wars. 40 Jahre Star Wars. Zum Abschluss, da bin ich nochmal. Jeder von euch, der Interesse hat an Star Wars,
jeder, der Interesse hat am Cosplay. Wir können alle Richtungen Cosplay. Jeder ist im Cosplay eingeladen, jeder im Kostüm. Wir machen natürlich auch Fotosession. Richtig. Wir machen Film- und Fotosession. Wir haben uns auch gerade noch unterhalten darüber, dass da, wie gesagt, Szenerien gibt, wie Tatooine, die wir dann hätten, haben oder umsetzen können. Also wir können es umsetzen, wir können auch was im Film machen, Fanfilm. Also dazu lade ich jetzt alle nochmal total recht herzlich ein, jetzt im Mai. Ich wünsche im Vorfeld einen sehr guten Force Day, ja, den 4.5. als Feiertag. Möge die Macht mit euch sein. Und am 25.5. beginnen wir ja dann auch mit der richtigen Sendung, weil wir uns dann, wie gesagt, über die Filme dann unterhalten möchten. Wir werden auch diesbezüglich nochmal darauf eingehen, auf Mark Hamill 1983. Und 1983 hat Mark Hamill ja schon gesagt, dass er Vater wird, also in der Rolle, und dass der Luke ihm, George Lucas ihm und so weiter. Ja, es war 1983. Da gab es noch super Sendungen. Heute durch das Internet entsteht ja so eine Art Hype. Überall Hype. Wenn es kein Hype ist, wird es eingestellt, zum Beispiel. Früher war das nicht so, da wurde es gemacht, dann hat sich das entwickelt und trotzdem wurde es produziert. Oder von vornherein wird nur so und so viel produziert, wie Ray zum Beispiel, als Figur bei Walt Disney ziemlich kurz gehalten und dadurch natürlich jetzt im Preis explodiert. Und so geht es halt mit den anderen Figuren. Wir wollen uns hier, wie gesagt, über Figuren unterhalten. Wir wollen uns über die Sammelleistung unterhalten, wir wollen uns über Cosplay unterhalten, über die Kostüme, die Selbstschneidern, über die Gruppen. Also alle Gruppen, alle Cosplay-Gruppen sind eingeladen. Wie gesagt, wir können Special-Fotos machen im Green Room, wir können aber auch normale Special-Fotos machen. Wir können auch, wie gesagt, im Green Room Special-Fotos machen und Special-Film für, ja, können wir, ach, das ist überhaupt kein Thema. Das wurde jetzt diesbezüglich bei den Dreharbeiten, gerade hier im Studio, noch eruiert, wurde noch darüber philosophiert und gesprochen. Wir haben dann schon mal die Sachen auch, wie gesagt, seht ihr ja gerade. Ich blende das ja gerade ein. So eine Fotosession, wie gesagt, da kann man mit arbeiten. Man kann es, wie gesagt, jetzt für den Film nutzen oder für seine eigenen Collagen. Diesbezüglich haben wir das jetzt hier eingerichtet, diese Star Wars Fan-to-Fan-Base, ja. Wir wollen natürlich in erster Linie erstmal Spaß haben und wer uns beauftragt, kann man nachfragen bei Facebook. So teuer sind wir nicht. Wir arbeiten also in einem ganz normalen Umfeld. Wir bieten das also an, weil wir ja alle Fans sind, sind Fanpreise. Wer ein echter, waschechter Star Wars-Fan ist und in ein Fotoshooting geht, das ja anbieten, dann oder Fernsehstudio geht und da eine Film, Foto oder eine andere Geschichte produziert haben möchte, der kennt die Preise. So, wir nicht. Wir sind im Normalspektrum und bieten das allen Fans an, in allen, ja, allen Fans an. The captain says you are a friend. I will not kill you.